Guten Morgen und herzlich willkommen zurück in der dritten Liga bei unserer wunderschönen Mannschaft Düren hier beim Topspiel gegen den Absteiger Eintracht Braunschweig. Eine Mannschaft, die es wirklich nicht zu unterschätzen gilt. Sie haben ein großes Bankguthaben, sie haben ein starkes Team, der Marktwert des Teams 33,9 Millionen. Und wir sehen, da sind einige Top-Talente dabei. Unter anderem der Frank Diekmann, den wir ja eigentlich anfragen wollten. Wir wollten den aber nur für 7 Millionen abgeben. Da haben wir gesagt, nee, das ist uns ein bisschen zu teuer. Das hier wird ein richtig schweres Match. Und wir schauen mal, wie wir vorbereitet sind. Gar nicht! Oh mein Gott! Da müssen wir definitiv gleich nochmal rein. Wen unterstützen wir in dieser Woche? Ich würde sagen, Tycoon. Der ist bald fertig mit seinem Trainingsziel hier mit Übersicht. Der spielt toll, hat sich toll entwickelt. Ich glaube, das können wir verantworten. Spielphilosophie, wir gehen wieder auf abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Wir wollten allgemein auch nochmal Ballbesitzfußball ein bisschen üben. Ich gehe mal dahin. Das sollten wir jetzt mal wieder angehen. Und ansonsten bin ich zufrieden. Fans super zufrieden. Spieler, da hat sich ja wirklich richtig was getan. Bei 73 mittlerweile wieder. Auch Präsidium ist wieder auf dem grünen Zweig. Mit 65 sind sie aber noch nicht in der Lage, mit uns über eine Verlängerung des Vertrages zu diskutieren. Das hat mir ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Das fand ich nicht so nett. Das fand ich nicht so gut. Aber so ist es halt. Das kriegen wir schon hin. Justus Bade auch bald ein 7er. Oh, wie cool. Wie cool. Auch Justus Bade ja jemand, den wir ganz am Anfang schon übernommen haben und der uns die ganze Zeit schon begleitet. Natürlich in der vierten Liga war er Stammspieler. Da hat niemand an ihm gerüttelt. Auch in der dritten Liga, in der zweiten Saison, hat niemand an ihm gerüttelt. Jetzt hat er mit Hemfast jemanden an seiner Seite, der tatsächlich ihm Konkurrenz macht, aber schaut mal, er steigt jetzt auch zum 7er auf, die sind beide gleich alt, keiner von beiden ist ein Talent, die sind auf einer Augenhöhe, meine Lieben, die sind auf einer Augenhöhe und ich finde das cool, ich mag das, ich finde das wirklich toll. Was ich toll finde, ist Teamscouting und ich glaube, ich nehme mal dieses zufällig ausgewählte Gegner raus, weil wenn wir uns das mal anschauen, wie das in der Woche aussieht, ne, guckt mal, das ist schon richtig. Das ist schon genauso, wie ich gesagt hatte. Dann hat es nur am Anfang nicht geklappt, weil sich das wahrscheinlich erstmal wieder einpendeln musste. Ach, okay, cool. Ja, trotzdem gehen wir in das doppelte Scouting rein. Gegen Braunschweig. Da haben wir euch. Eintracht, da haben wir euch. Termin vereinbaren. Ja. Ich würde sogar ins Dreifache gehen. Ja. Das sollten wir machen. Ich glaube, das ist okay. Und dann sollten wir gut vorbereitet sein. Wir gehen mal weiter. Gehaltserhöhung, ja, meinetwegen. Und dann gucken wir mal, wie wir uns vorbereiten. Wir lernen den Ballbesitzfußball. Was brauchen wir? Zweikampfeinwürfe, Elfmeter. Zweikampf. Videoanalyse. Eieiei, das ist ganz schön wenig, aber wir übertreiben es jetzt nicht. Dreimal finde ich schon viel. Ich mache ja auch noch Scouting so. Komm, wir nehmen auch hier einmal weg. Wir machen ja auch Scouting so. Einwürfe brauchen wir noch. Und Elfmeter. Falls es dazu kommt, dann haben wir uns vorbereitet. Was ich gerne auch noch machen möchte, sind Torabschlüsse. Das hat, glaube ich, in letzter Zeit auch ein bisschen gelitten. Und wir haben auch gesehen, dass die Chancenverwertung so ein bisschen schwierig war. Deswegen würde ich sogar sagen, wir machen zweimal Torabschlüsse. Und so ein bisschen in dieselbe Kerbe wird hier der Distanzschuss reinschlagen.
Und am Sonntag machen wir ein wenig Gegenpressing. Flache Hereingaben sollten wir auch nochmal üben, ja. Flache Hereingaben. Dann sind wir ganz gut aufgestellt. Wir gehen ins Trainingslager, es ist Eintracht Braunschweig. Ich gehe davon aus, dass das hier einer der schwersten Matches ist, die wir in diesem Jahr haben werden. Es ist auch keine Schande, wenn wir das verlieren, aber im besten Fall verlieren wir das nicht. Stell nochmal ein, wer hier in die Konditionstrainings rein soll. Aber die meisten sollen ja lieber an dem Training teilnehmen. Ich glaube, das ist genau so in Ordnung. Wir gehen in die nächste Woche. Sehr schön. Ich freue mich so sehr auf die heutige Folge. Ich bin richtig gut gelaunt gerade. Günther Dietl möchte eine Gehaltserhöhung. Der ist nicht so super fleißig, ist aber schon Zehner. Was ist er denn? Wo ist er denn schlecht drin? Entscheidungsfreude. Naja, dafür hat er ja uns. Eine Gehaltserhöhung finde ich fair, aber auch dich hätte ich gern so bei 48.000 am Ende. Ja, ich bin gut drauf. Die 2.000 kriegst du noch oben drauf. Finde ich ein bisschen frech, dass er gar nicht entgegengekommen ist, aber okay. 50.000 Jahresgehalt soll der Fankoordinator bekommen. Die Fans sollen ja glücklich sein. Krisensitzung beim FSV Zwickau. Und bei Oldenburg. Da gibt es nochmal ein paar Spiele in der Meisterrunde. Ja, wir analysieren Osnabrück. Wir analysieren Eintracht Braunschweig. Und ich hoffe sehr, dass sich das lohnen wird am Ende des Tages. Denn wir sehen, die haben eine echt starke Mannschaft. Aber die haben echt eine starke Mannschaft. Die haben auch hier und da ein paar Stellen, wo ich mir denke, das ist kein Zweitligist. Also wenn wir gerade mal in den Sturm reinschauen. 4,2 Stürmer. Klar, wir haben auch den einen oder anderen Fünfer. Das sind dann junge Talente. Hier Dan Wallace oder Serigo Raimundo. Serigo Raimundo, ein Talent, 20 Jahre alt, ist bald beim Levelaufstieg. Dan Wallace, 22 Jahre alt, ein Talent, ist bald beim Levelaufstieg. Klar, die haben wir auch. Aber wir haben keine Vierer. Und der ist schon 32. Wahnsinn. Also das ist... Nee, wartet mal. Hier steht, dass er eine 6-6 ist. Ach, der ist... eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler und muss jetzt im Sturm spielen. Das ist sein Problem. Oh. Oh, der Arme. Naja, jedenfalls ja, ist das ja nicht ganz so gefährlich für uns. Wir spielen mal, lassen wieder mal Kantold spielen von Anfang an. Für die Ecken. Lavendel bleibt zu Hause. Ich würde sogar sagen, Klaus Fischer muss kommen. Und Erik Obst. Wir wollen die bestmögliche Abwehr aufstellen, die wir aufstellen können. Bis auf die Ausnahme mit Kantholz. Aber Kantholz bringt uns offensiv die Stärke mit den Freistößen und mit den Ecken. Deswegen macht Kantholz durchaus Sinn. Irbis ist in so einer tollen Entwicklung, der 19-Jährige. Es würde gar keinen Sinn machen, ihn nicht spielen zu lassen. Und Feinherb muss auch erstmal wieder aufgebaut werden nach seiner Verletzung, von daher ist das okay. Sertic und Dan Wallace, ihr beide kommt nicht mit. Der Rest kommt mit. Hemfas, davon fanden Anfang an spielen. Go spielt von Anfang an. Der ist natürlich so ein bisschen vernachlässigt worden in der letzten Saison, gerade in der zweiten Hälfte, weil Freak kam. Jetzt haben wir andere Künstler in der Mannschaft und er kann wieder ein bisschen mehr spielen und hat auch wirklich gezeigt in den Spielen, wo er jetzt spielen durfte, dass er ein tolles Talent ist. 1-0, 2-0, 2-5
hat ein Tor gemacht und eine Vorlage. Und dem müssen wir definitiv mehr vertrauen. Und wir sehen es auch an seiner Form. Die geht jetzt wieder steil bergauf und der braucht auch seine Minuten. Freak wird natürlich auch weiterhin eine Rolle spielen und der braucht auch seine Minuten. Der ist jetzt auch verletzt gewesen, ist auch ein Talent, ist auch erst 20 Jahre alt. Den können wir aufbauen. Alles super, aber Go darf nicht untergehen. Loken Da Jung und Angel, die wechseln sich sowieso so ein bisschen ab. Ich würde sagen, diesmal darf Angel starten. Tycoon und Makoon sind die beiden besten Stürmer, die wir haben. Gemeinsam mit Todeirot die besten Spieler auf dem Platz. Und mit Lupo haben wir einen 18-Jährigen, der auch ein Talent ist, der auch noch erst aufgebaut werden muss, der auch sich erstmal an den Stürmer ran ja, arbeiten muss, an die Position, mit dem wir auch noch sehr viel Spaß haben werden, bin ich mir sehr sicher. Und Eric Wings natürlich, der 24-Jährige, auch immer eine stolze Bank gewesen. Wenn wir ihn einsetzen, dann legt er vor und wir sehen das. Das ist schon alles genial. Also zwei gute Stürmer, die wir auch jederzeit einsetzen können. Wie sieht's aus mit dem Künstlerindex? Ja, wunderbar. Wunderbar. Wir spielen natürlich nicht Ballbesitzfußball. Das können wir ja gar nicht. Wir spielen ganz vorsichtig. Vorsichtig defensiv. Das abgesicherte, ruhige Aufbauspiel. Wir sind im hartnäckigen Pressing und Gegenpressing. Gehen nicht über die Flanken. Gehen voll durch die Mitte. Wir sind faire Sportleute. Auch Sportleute sind wir auch. Aber vor allem Sportleute. Nach dem schlechten Spiel haben wir was wieder gut zu machen. Wir haben ja nicht schlecht gespielt. Wir haben 3-2 gewonnen. Ja, mein Gott, aber da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass es schlecht ist. Die 0 muss stehen, finde ich gut. Wir spielen ja eh ein bisschen defensiv. Es sieht heute nur diese eine Aufgabe. Wir können gerne auch Kantholz und Gromlock um ihre Meinung bitten. Ja, die linken und rechten Außenverteidiger werden nicht so glänzen, weil wir hauptsächlich durch die Mitte spielen. Ich lasse es mal bei denen. Oder wir sagen halt, ihr macht hinten dicht. Erik Obst, du machst hinten dicht, das können wir schon sagen. Wenn kein Gegentor kommen sollte, dann zählt es ja auch für die. Ich hätte ganz gerne Siegprämie ausgeschüttet, weil das wirklich ein wichtiges Spiel ist. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir das hier machen können. Ob wir es wirklich schaffen, das seht ihr jetzt. Anpfiff! Eintracht Braunschweig gegen den ersten FC Düren. Und Düren beginnt mit dem ersten Angriff über Leitner. Go! Go mit einem tollen Pass auf Klaus Fischer. Nein! Abseits! Abseits! Das wäre so eine schöne Chance gewesen. Erste Minute, erste Chance für Düren. Wir starten mit einem großen Bonus am Ballbesitz. Hat natürlich in den ersten Spielminuten gar nichts zu sagen. Go mit einer tollen Flanke auf Leitner. Und Leitner wird weggefault. Schiri, ich hab's gesehen, das war ein Foul, das war eine Blutgrätsche. Von hinten. Mit dem Stollen nach oben, das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, der Schiri ist gekauft. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist die bittere Wahrheit. Der Schiedsrichter ist gekauft. Irbis Leitner holt sich den Ball. Tycoon, Makoon, Tycoon, Hemfast. Was ist das denn hier? Die spielen ja hier, als wenn wir Champions League Spieler hätten. Wahnsinn. Wahnsinn kombiniert. Das ist ja ganz toll. Und wie sich hier die Bälle abnehmen. Hemfast auf Angel, auf Tycoon. Wow. Wir haben hier mittlerweile eine Top-Mannschaft zusammengeklöppelt. Wirklich. Das ist ganz toll, was wir hier aufgebaut haben. Das hat natürlich ein bisschen gedauert.
Da hatten wir auch unsere Probleme, aber mittlerweile läuft das! Oberkante der Latte. Makun Raphael. Das wäre sein viertes Tor gewesen. Wow. Freistoß, Kantholz, der kann das. Auf Leitner! Also Irbis Leitner, wenn er nicht irgendwann auch ein Weltstar wird, dann weiß ich auch nicht. Was ist Irbis Leitner bitte für ein unfassbar toller Spieler? Kantholz, auf Erik Obst! Und er kann das! Der ist da, wenn man ihn braucht. Und er macht das Kopfballtor. In die Ecke rein. Wir haben ihm gesagt, du wirst heute toll spielen. Und der haut hier einen schönen Köpfer rein. Leider schon eine gelbe Karte gesehen. Das heißt, es könnte sein, dass ich ihn später auswechsle. Schöner Ball auf Go. Und Go macht das Ding! Tunnelt einmal den Torwart. Hemfast mit der nächsten Vorlage. Hemfast ist ein toller Vorlagengeber. Und jetzt kommt hier wieder meine Paranoia, meine Angst zu spüren. Wir haben eine gelb-rote gesehen. Okay, wie machen wir das? Kantholz hat ein ganz tolles Spiel gespielt bis hierhin. Den will ich nicht wechseln. Wir wechseln Gromlok. Kantholz bleibt so ein bisschen hier. Irbis Leitner fällt ein bisschen zurück. Hemfast fällt auch ein bisschen zurück. So vielleicht. Die Frage ist, haben wir einen Rechtsaußenverteidiger mit? Nein, natürlich nicht. Wir könnten Klaus Fischer rüber tun. Und hier Serigo Raimundo. Wir können ihn aber auch da lassen. Dann spielt er halt auf einer Position, wo er nicht so gut ist. Das würde auch gehen. Wobei Kantholz kann rechts spielen. Wir gucken mal. Hier haben wir eine 14 mit 7268. Hier haben wir eine 14,9 mit 8366. Okay, dann muss Kantholz rechts außen spielen. Dann müssen wir noch nicht wechseln. Wir spielen bereits defensiv. Wir können aber sagen, wir spielen sehr defensiv. Und den hohen Einsatz müssen wir jetzt behalten. Ich hätte jetzt den eigentlich ganz gern wieder ein bisschen runtergestellt. Aber den brauchen wir jetzt. In Unterzahl brauchen wir den. Blöd gelaufen. Aber unsere Spieler spielen hervorragend gegen Eintracht Braunschweig. Halbzeitpause. Ich würde sagen, wir müssen natürlich mit dem einen oder anderen sprechen. Klaus Fischer, du spielst super. Und Kantholz auch. Leitner weiß, dass er super spielt, dem haben wir schon tausendmal gesagt. Kantholz freut sich über das Lob. Ich würde noch nicht wechseln wollen. Jetzt, wo wir in Unterzahl sind gegen einen Absteiger aus der zweiten Liga, würde ich trotzdem nochmal die extra Motivation raushauen. In Unterzahl vielleicht wichtig, dass wir nicht ganz überfahren werden. Also, Motivation haben wir raus und gehen direkt in die zweite Halbzeit. Mit der Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Angriff Düren, Hemfast auf Irbis Leitner, auf Sargon, Go, Leitner, Tor, 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 Leitner kann sich hier belohnen für sein tolles Spiel. Ja, jetzt gibt es auch mal einen Angriff für Braunschweig, in Unterzahl kann das ruhig passieren, dass auch die mal drücken. Wow, Patrutaga! Mit einem Traumtor. Das ist bestimmt das Tor des Monats.
Nimmt trotzdem mal runter auf, nimmt die Zweikämpfe an. Spielen sehr defensiv. Wow. Wir bestrafen hier wirklich alle. Alle Fehler. Nur im Abschluss, da fehlt es manchmal noch. Aber das ist gar kein Problem. Wir machen das gut. Wir machen das gut. Und selbst in Unterzahl, klar, der Ballbesitz ist nicht mehr ganz so überragend, aber selbst in Unterzahl sieht das gut aus. Leitner auf Makun. Makun zeigt nicht, wie stark er ist, sondern schießt weit vorbei. Und er darf gerne auch mal der ein oder andere. Hier eingewechselt werden. Freak muss wieder aufgebaut werden. Kommt rein. Bade. Kommt rein. Meinetwegen Lokender Jung. Meinetwegen Eric Winks. Ach komm schon. So. Und vielleicht am Ende noch Lupo Schrage. Können wir auch jetzt machen. Wir haben nicht mehr so viel, super viel Zeit. Wir hauen mal einen Fünferwechsel raus. Haben wir ein paar frische Menschen, die sich auch nochmal zeigen können. Eric Winks auf Luken da. Der wird nicht gefoult, sondern der Ball wird fair geklärt. Das müssen wir nochmal in der Nachbesprechung kontrollieren, ob das wirklich so fair war, wie der Schiedsrichter meinte. Angriff Düren. Gromlock auf Freak. Freak auf Justus Bade. Wiederum auf Freak. Freak! Ganz knapp vorbei. Der Junge kann das. Der hat uns wirklich schon so viel rausgehauen. In der zweiten Saisonhälfte, in der letzten Saison. Das war schon krass. Das war schon echt stark. Angriff Düren. Irbis Leitner auf Freak. Zurück auf Irbis. Und das war doch jetzt ein Foul. Jawohl, ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Wer schießt denn jetzt? Wer schießt denn jetzt in dieser Situation? Klaus Fischer. Auch der kann das. Und er verschießt. Nicht so schlimm, wir führen ja 3-1. Wäre natürlich noch schön gewesen, wenn wir das hätten belohnen können. Und damit trennen sich unsere Wege. Kantholz gewinnt Zufriedenheit. Gromlock leider nicht. Ja, den haben wir auch ausgewechselt. Mussten wir auch, wobei, nee, haben wir nicht, oder? Gromlock hat bis zum Ende gespielt. Wir wollten ihn auswechseln. Aber ich meine, der hat eine 2-0 gehabt. Weiß jetzt gar nicht, warum er so unzufrieden war. Naja, alles gut. 3-1. Wir sind auf dem ersten Platz mit 18 Punkten. 14er Tordifferenz. Das ist schon gar nicht so schlecht. Wir schießen super viele Tore, mit Abstand die meisten in der Liga. Aber wir bekommen auch ordentlich Tore rein, das darf man nicht vernachlässigen. Also, da gibt es andere, die haben bis jetzt nur 3 Tore reinbekommen. Aber bei diesem Verhältnis ist das vollkommen in Ordnung. Go, Leitner, Kantholz in der 11 des Tages. Hemfast auf Platz 1 bei den Topscorern. Und hier unsere Torjäger, Makun, Hemfast. Schwächen hier. Sehr schön. Unsere Leute entwickeln sich weiter. Distanzschüsse werden langsam aber sicher gelernt. Sirigo Raimundo hat ein Fitnessgetränk über seinen Briefmarken doppelten Album gekippt. Das Fitnessgetränk ist hinüber, das doppelten Album auch. Er verliert einen
Punkt Zufriedenheit. Oh nein. Ben Meyer, der 13-Jährige, wird zum Vierer. Gefällt mir. Und das nächste Match ist gegen Hallischer FC. Wir haben ja schon eine große Vergangenheit mit dem Hallischen FC. Sie waren unser Freundschaftsspiel, wo wir mal angetestet haben, sind wir eigentlich schon bereit für die dritte Liga. Und unser Ergebnis war, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Schauen wir mal. Wir müssen nach Freistößen und Ecken üben und nochmal ins Team-Scouting gehen, aber das sollte eigentlich passen mit dem Voreingestellten. Wen fördern wir? Gerne nochmal Iris Leitner. Präsidium nimmt wieder ab. Wie ist das möglich, dass ihr mich hasst? Was mache ich denn? Das gibt es nicht. Naja, so ist es halt. Wir gucken mal ganz kurz in die Woche. Genau, wir scouten den Hallischen FC. Ich würde es gerne noch ein zweites Mal machen. So, bitteschön. Spieler schicken zu den Fans. Tycoon. Geh mal zu den Fans. Und dann gucken wir mal. Wollen wir nochmal ins doppelte Tapering? Ja, ich glaube, das ist okay. Freistöße und Ecken müssen wir nochmal machen. Machen wir auch. Sehr gut. Ins Trainingslager gehen wir nicht. Wir wollen Ballbesitzfußball weiter fördern. Alle Sachen, die wir hier haben, sind relativ gut entwickelt. Außer flache Hereingaben. Da können wir nochmal reingehen. Was wir auch gerne nochmal machen können, sind Kopfbälle. Und auch gerne das individuelle Training. Dass alle nochmal so ein bisschen individuell an sich arbeiten. Kondition ist so ein kleines Problem. Dann machen wir hier nach nochmal Pressing und Gegenpressing. Damit wir die Kondition dann auch wieder hochbekommen. Torwart in die Fähigkeiten. Ihr in die Kondition. Du in die Frische. Und ab geht die Fahrt. Und wir schauen uns den Hallischen FC ganz genau an. Und schauen, was kann er, was kann er nicht. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und wir schauen uns auch an, was war denn das Tor des Monats? Tatsächlich nicht das Tor von Braunschweig gegen uns dabei. Das war echt schick gewesen. Vielleicht zählt das erst im nächsten Monat. Sondern ein Tor von Dortmund gegen Freiburg. Schauen wir mal. Ja, ist schön. Aber wir haben schon schönere Sachen gesehen. Hemfast in der Wahl zum Rookie des Monats dabei. Leider nicht auf dem ersten Platz, aber trotzdem 20 Punkte für den Stufenaufstieg. Tycoon hat Übersicht erreicht. Schön. Kann jetzt Volleys lernen. Da ist auch schon ordentlich vorangekommen. Wollen wir ihm Volleys geben? Da gab es auch nochmal einen Kommentar, dass wir hier insgesamt nur 6 Stärken mitnehmen können. Also da muss man in der Theorie auch überlegen, welche nehmen wir mit. Volleys auf jeden Fall. Und danach die Technik. Die langen Pässe sind natürlich auch für eine hängende Spitze nicht verkehrt. Aber Technik und Volleys natürlich ein bisschen wichtiger. Ja, komm, dann gehen wir auf Volleys. Cool. Ja, da gehen wir mal auf individuelle Fähigkeiten, dann kommt es hier auch endlich mal voran. Sehr schön. Dan Wallace hat seine Schwäche besiegt. Und zwar seine Schwäche im Antritt. Was machen wir? Schnelligkeit finde ich ganz gut. Einwürfe. Naja, Aufbauspiel ist super. Ja,
arbeite gerne mal am Aufbauspiel. Ich finde das eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier nochmal die Beobachtung. Diesmal nochmal von Braunschweig. Okay, für die Rückrunde nicht schlecht. Das ist hier der zufällige, den wir uns anschauen. Hier schauen wir uns nochmal den Halleschen FC an. Tycoon stand im Stau. Er muss eine Strafe die Mannschaftskasse zahlen. Eins ist klar, das Geld dafür hat er. Hallescher FC hat nur unentschieden gespielt. Das muss echt wehtun, wenn man die ganze Zeit so knappe Spiele hat und deswegen nicht aus dem Pott kommt. Das war bestimmt alles super, super eng gewesen. Rechts kann Erik Obst nicht spielen, der ist gesperrt, aber Dan Wallace kann dort spielen. Links kommt gerne Serigo Raimundo wieder. Lavendel darf nochmal von Anfang an spielen. Irbis Go, Angel, Hamfast, Tycoon, Makun, das passt für mich. Sertic kommt nicht mit. Passt auch für mich. Und damit sind wir ganz gut dabei. Warum ist Tycoon unzufrieden? Ist so gut für den Verein. Qualität des Managers. Wegen Managerkommunikation. Ja, alles klar. Gut. Wir spielen sehr offensiv gegen den Halleschen FC. Wir könnten tatsächlich auch mal mit dem Ballbesitzfußball spielen und gucken, wie das einschlägt. Und wenn wir sehen, okay, das passt nicht, wir kriegen da keinen Druck hinter, dann können wir immer noch sagen, wir stellen das um. Und so hätten wir auch die Möglichkeit, den Halleschen FC zu überraschen, weil wir das noch nie gespielt haben. Also wir wären einerseits in der Lage, das zu trainieren. Und klar, wir sind noch nicht so super gut darin, aber der Hallische FC erwartet es ja auch nicht, dass wir das machen werden. Von daher könnte sich das wieder so ein bisschen ausgleichen. Deswegen machen wir es einfach mal. Wir spielen mal mit dem Ballbesitzfußball und zwar sehr offensiv. Wir haben ja auch tolle Offensivkräfte bei uns. Ja, ich glaube, wir brauchen gerade mit keinem Spieler sprechen. Wir nehmen die Zweikämpfe an. Ja, das hat auch alles gut funktioniert. Wir haben gut trainiert und sind taktisch optimal vorbereitet. Das stimmt sogar. Zahlen kein extra Geld, sondern gehen so einfach rein in das Spiel. Düren gegen Halleschen FC. Wir nehmen die Zweikämpfe an. Und wir sehen auch, Ballbesitz geht so langsam in unsere Richtung. Da wir Ballbesitzfußball spielen, sollte es schon so ein bisschen auf unserer Seite sein. Noch keine Torraumszenen in der 22. Minute. Ein sehr unspektakuläres Spiel bis hierhin. Und ein bisschen zu wenig Ballbesitz für die Strategie, die wir spielen. Wir können aber auch aus der Halbzeitpause mit einer neuen Strategie kommen. Das wäre genauso möglich und könnte den Halleschen FC dann wiederum nochmal überraschen. Angel auf, Makun auf, Sargon, go! Tyler Wetzel fängt den Ball sicher, aber das war ein schöner Angriff. Hat mir gut gefallen. Weitermachen, weitermachen. Gut gemacht. Noch eine gelbe Karte für Joshua Eichhorn. Ja, war bis hierhin nicht schlecht, war bis hierhin aber auch nicht gut. Geht mal ins abgesicherte, ruhige Aufbauspiel, nehmt die Zweikämpfe an. Können gern auch nochmal Hemfast sagen, das kennen wir besser bereits von dir. Und Tycoon natürlich auch. Tycoon, das kannst du besser. Und dann gehen wir genauso raus in die zweite Halbzeit. Wir nehmen die Zweikämpfe an, spielen sehr offensiv mit dem abgesicherten, ruhigen Aufbauspiel.
So richtig viel passiert nicht, aber ab und zu passiert dann doch nochmal was. Und zwar ein Angriff vom Halleschen FC. Und da ist Rot zur Stelle und macht Julian Melchior so richtig Druck. Wir sollten unseren Spielern auch ein bisschen mehr Druck machen und sagen, Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Strengt euch jetzt in der letzten Phase nochmal ein bisschen mehr an. Denn so richtig viel kam von Düren hier nicht. In diesem Spiel. 69. Spielminute. Wir wechseln. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, wir können dem Vorschlag mal folgen und Feinherr Flick reinbringen für Leitner. Wir können auch gerne Freak hier links reinbringen und Loken da. Und dann haben wir noch zwei Wechsel, das ist in Ordnung. Dann geht's weiter. Vielleicht haben wir jetzt ein paar mehr Ideen im Mittelfeld und es scheint auch so zu sein. Dan Wallace auf Loken da. Loken da verlängert auf Dan Wallace. Der spielt rein auf Makun und da ist das Tor. Das war ein guter Wechsel, den wir hier angestrebt haben. Da kommt auf einmal die Idee. Strafstoß für den Halleschen FC. Und Rot kann sich dem nicht widmen. Wie gewonnen, so zerronnen. Doch Düren kommt mit dem nächsten Angriff. Lavendel Fans mit einem schönen Steilpass auf Makun. Spielt ab auf Tycoon. Der kann leider den Ball nicht platzieren. Nächster Angriff Düren. Jetzt sind wir am Zug. Dan Wallace auf Feinherr Flick, auf Hamfast. Der kann tödliche Pässe setzen. Auf Freak, Hamfast, auf Freak. Die beiden Kreativen haben selten zusammengespielt. Doch wenn sie zusammenspielen, dann holen sie Kreativität raus. Dann holen sie Passion raus. Dann holen sie Leidenschaft raus. Dann zeigen sie, was Fußball hier eigentlich so besonders macht. Und den Schuss von Tycoon, den übersehen wir einfach mal. Nächster Angriff von Düren, Serigo Raimundo auf Feinherr Flick. Feinherr Flick macht ihn selbst. Der defensive Mittelfeldspieler denkt sich, das, was die da vorne können, das kann ich erst recht. Und dribbelt einfach die Hallescher Verteidigung aus. Freistoß, Makun. Raphael vorbei. Wir wechseln nochmal auf den letzten Minuten. Stützen nochmal ein wenig die Verteidigung. Angriff Düren. Feinherr Pflick mit einem schönen Pass auf Freak. Freak. Auf! Hamfast! Hamfast mit seinem vierten Tor. Toll gemacht und eine tolle Vorlage von Freak, der hier nicht nur Torschütze ist, sondern auch Vorlagengeber. Genauso wie Hamfast schon Freak die Vorlage gegeben hat. Da haben wir gesehen, die beiden kreativen Köpfe, die spielen auch ganz gerne zusammen. Das scheint eine Synergie zu sein. Ja, Torschütze und Vorlagen haben die sich gegenseitig gegeben. Da haben wir schöne Wechsel rausgeholt. 3:1, ein Endergebnis, mit dem man glücklich sein kann. Aber es lief am Anfang so ein bisschen stockend, hatte ich das Gefühl. Na gut, so ist es halt und unterm Strich können wir uns auch wirklich nicht beschweren. Wiesbaden, Platz 2 mit 4 Punkten Abstand. Braunschweig haut einfach Oldenburg mit 5:1 weg. Die Armen. Wow. 3:1 gegen Hallescher FC. Hamfast jetzt wirklich noch eindeutiger auf Platz 1 bei den Topscorern. Hier bei den Torjägern.
Ja, da fehlt leider noch so ein bisschen. Makun aber in der Elf des Tages. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Wir haben jetzt 15 Spiele in Folge getroffen. Und Rot ist auf einem guten Weg, hier sein 1 gegen 1 zu überwinden. Auch das ist schön. Auch das ist schön. Viele sind hier gut vorangekommen. Aber auch hier sind wir weiter vorangekommen bei unseren Taktiken. Das passt. Sehr schön. Das nächste Pflichtspiel ist gegen Mannheim. Wir bekommen ein Vertragsangebot für Lanaka. Auf gar keinen Fall. Der Jugendspieler Tom Leitner wird zum Fünfer und er ist erst 14 Jahre alt. Wahnsinn. Wahnsinn Spieler. Wow. Wirklich wow. Ich merke ihn mir mal vor für die frühestmögliche Verpflichtung. Wenn wir den schnell verleihen, wenn er irgendwann in der Lage ist, verliehen zu werden, dann kann das ein ganz großer werden. Vielleicht können wir ihn sogar sofort in der ersten Mannschaft gebrauchen. Wow. All das wird noch sehr, sehr spannend. Wen fördern wir mal? Am Angel. Ja, Spieler gehen wieder so ein bisschen runter. Die Zufriedenheit der Spieler geht wieder ein bisschen runter. Wir haben häufig ist so gut für aktuellen Verein. Das wird hoffentlich fallen, wenn wir aufgestiegen sind. Aber das sollte doch alles funktionieren. Wer ist sehr unzufrieden? Angel. Ja, das wissen wir ja. Wings. Auch sehr unzufrieden, Freak. Wieder falsche Position. Ja. Du hast es dir jetzt antrainiert, mein Lieber. Du hast es dir jetzt antrainiert. Alles klar. Können wir gerade nicht so viel machen. Wir können uns aber vorbereiten auf Waldhof Mannheim. Auch eine sehr starke Mannschaft. Wir schauen uns den Kader an. Ja, haben wir auch zwei Achter drin, vor allem in der Verteidigung. Aber auch der Sturm darf nicht unterschätzt werden. Wir gehen wieder ins Teamscouting. Und werden Waldhof Mannheim dort reinbringen. Einladung beim Ausrüster, Fanclub-Treffen organisieren machen wir. Gegen Mannheim gehen wir nochmal ins Trainingslager. Die Frische ist ein bisschen angeschlagen. Wir machen mal trotzdem so ein Trainingsspiel. Und so Zonenspiele in kleinen Gruppen. Positionsspiele. Vielleicht nehmen wir hier das Trainingsspiel raus. Und nehmen hier noch Positionsspiele in kleinen Gruppen mit. Dann hier das Trainingsspiel. Zweikampf, Einwürfe, Elfmeter. Zweikampf, Einwürfe, Elfmeter. Haben dann nur einmal das Tapering gemacht. Wir machen jetzt doppelte Scouting. Und dann haben wir uns sonst gar nicht um andere Sachen gekümmert in der Woche. Und ich würde sagen, dann brauchen wir nochmal das Gegenpressing. Auf dem Sonntag. Und wir brauchen dann insbesondere auch nochmal Distanzschüsse. Dass wir das so ein bisschen lernen. Der ein oder andere muss nochmal besonders gefördert werden. Also so ein Rot
Und ein Knaus wird nun mal gefördert. Dann muss der ein oder andere noch Kondition aufbauen. Und Frische brauchen wir auch an manchen Stellen. Und dann geht's rein in die nächste Woche, die uns das nächste Spiel bringt. Mannheim wartet auf uns. Sponsorentermin. Fetzig ist super glücklich mit der Zusammenarbeit. Ich weiß auch nicht, wie man unglücklich sein kann. Ich weiß auch nicht, wie man als Präsidium unglücklich sein kann. Denn wir hauen hier ein Verein nach dem anderen weg, sind auf dem ersten Platz, haben eine tolle Mannschaft aufgebaut innerhalb von wenigen Jahren. Also besser gesagt innerhalb von jetzt noch nicht mal 2,5 Jahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man noch mehr von uns wünschen würde. Klar, der Direktaufstieg von der dritten Liga in die zweite hätte man auch sich wünschen können. Aber das haben sie sich ja gar nicht gewünscht. Wir haben uns geeinigt auf Platz 13 und erreicht haben wir Platz 4. Wir schauen mal, wie wir uns aufstellen. Ich finde, wir können gerne mal Wings von Anfang an spielen lassen. Und sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Erik Obst würde ich ganz gern noch mitnehmen, aber für wen nehmen wir ihn mit? Erik Obst für... Ah, der spielt einfach von Anfang an. Dann lassen wir Dan Wallace zu Hause. Der spielt von Anfang an. Ja, ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Und vielleicht Justus Bade von Anfang an spielen lassen für Hemfast. Dann müsste bei Freak von Anfang an spielen für Go und der müsste dann ausgewechselt werden später. Künstlerindex sollte in Ordnung sein, ja. Unzufriedenheit auf dem Platz ist relativ hoch. Das ist aber in Ordnung. Wenn die Unzufriedenen spielen, bekommen sie im besten Fall ein bisschen Spielpraxis. Freak, Angel, Bade, Tycoon, Erik, Wings. Alle Spieler, mit denen wir mal reden müssen. So. Dann reden wir gleich mal mit euch. Also, Bade. Wings. Du machst ein Tor. Und Freak. Ihr wart alle so ein bisschen unzufrieden. Seht heute nur diese eine Aufgabe. Zeigt euch auf jeden Fall. Wenn wir einen guten Lauf jetzt nicht nachlassen. Wenn wir einen offenkundigen Schwachpunkt. Nein. Oh, der Torwart mit 6-3. Nicht unbedingt ein Schwachpunkt. Und damit geht's rein. In das nächste Spiel. Mannheim gegen Düren. Und es beginnt mit einer gelben Karte für uns. Und ihr wisst, wie ich zu gelben Karten stehe. Aber wir vertrauen Sirigu Raimundo erst einmal. Bis zur Halbzeit zumindest. Es geht hier ordentlich hin und her. Es hat sich noch keine Mannschaft so richtig rauskristallisiert, aber Düren kann hier mal einen Ball abfangen und zwar Irbis Leitner, wer sonst, Justus Bade, auf Angel. Bade und Angel zeigen mal, was sie können. Angel mit dem zweiten Tor nach der Vorlage von Bade. Sehr schön. 25. Spielminute. Es steht 1-0. Das reicht uns aber noch nicht. Wir brauchen mehr Chancen. Wir müssen uns mehr zeigen. Aber das wird nichts mehr in der ersten Hälfte. Und wir gehen in die Halbzeitpause. Es gibt Geschrei, es gibt Gepolter, es gibt Randaliererei auf der anderen Seite. In der Kabine nebenan gibt es einen Extra-Motivator.
höchstwahrscheinlich ein Ostfale. Ja, das kriegen wir hin. Links spielt Jetzt Go. Bade hat gut gespielt, muss leider gewechselt werden. Nee, der muss nicht gewechselt werden, der bleibt. Bade bleibt. Wisst ihr, wer gewechselt wird? Tycoon. Dann spielen Eric Wings und Tycoon und Lupo vorne. Markun könnte eingewechselt werden. In der Theorie. Und hier hinten kommt Klaus Fischer rein. So. Dann haben wir wieder einen Künstler mit Lupo Schrage. Go kommt für den kaputten Freak. Klaus Fischer kommt für den angeschlagenen bzw. gelb vorbelasteten Serigo Raimundo. Und wir gehen mit der kontrollierten Offensive raus, um nochmal ein bisschen den Gegner zu verwirren. Zweite Halbzeit. Der extra Motivator war am Werk und es könnte gut sein, dass Waldhof Mannheim jetzt die eine oder andere Chance rausspielt. Und das ist auch der Fall. In der 56. Minute kommt Frederik Götte auf Maurice Bartsch, auf Viktor Rempel. Und das ist der Ausgleichstreffer. Viktor Rempel sogar mit seinem 5. Tor. Wahnsinn. Wir gehen mal in Schmerzesschwäche, die den Körper verlässt. Ich möchte im besten Fall einen Sieg. Und wir greifen ein kleines bisschen mehr über links an. Je mehr Variation wir reinbringen und immer mal wieder andere Taktiken reinbringen, desto weniger kann sich der Gegner darauf einstellen, dass Klaus Fischer verfehlt das Tor leider, aber der kann das. Der kann solche Kopfbälle platzieren. Und das kriegen wir hin. Eckball, Maurice Bartsch. Kurz ausgeführt, Jano Mertens. Knapp übers Tor. Spannend, meine Lieben. Spannend, spannend, spannend. Dürn. Erik Obst spielt auf Angel Guimarães, zurück auf Erik Obst. Wir haben ihn extra reingebracht, Justus Bade verliert den Ball, aber wir holen zumindest noch eine Ecke raus. Sehr gut, Eckball, Düren wird nicht mehr ausgeführt. Neue Szene, Lavendel-Fans auf Sargon. Go kommt über die linke Seite. Doppelpass mit Lupo Schrage. Go auf Angel Guimarães. Doppelpack. Ein Angel Guimarães mit seinem 3. Saisontor. 2:1. Wir gehen in die Pause, wechseln aus. Wir müssen jetzt darauf aufbauen. Wen haben wir noch? Der hier das Zünglein an der Waage sein könnte. Angel will ich nicht auswechseln, der hat hier ein schönes Doppelpack reingehauen. Wir können vielleicht doch nochmal Hemfast bringen. Justus Bader hat gut gespielt, nicht überragend, aber gut. Und Kantholz kann gerne den etwas angeschlagenen Gromlock ersetzen. Da haben wir nochmal einen Eckballspezialist drin. Dann passt das. Dann passt das. Und wir schalten rum auf vorsichtig defensiv und hier runter auf. Seht nur diese eine Aufgabe. 77. Spielminute, Waldhof Mannheim kommt mit Viktor Rempel. Irbis Leitner holt sich den Ball. Go auf Hemfast. Hemfast zurück auf Go. Go vorne alleine, vor dem Torhüter. Spielt er ab oder schießt er direkt? Er schießt direkt knapp vorbei. Ganz toller Angriff. Ganz toll gemacht. Sargon. Go. Der sich hier gut zeigt. Der natürlich auch sich beweisen will. Dass es auch Sinn macht,
ihn einzuwechseln. Eric Winks, Lupo Schrage, Hemfast, Leine drüber und wieder ein Angriff eingeleitet durch einen Ballgewinn von Irbis Leitner. Deswegen spielt er so häufig, weil der einfach verdammt gut spielt und sich verdammt gut entwickelt. Das wird ein ganz großer, ich weiß es. Sargon Go auf Eric Winks. Zurück auf Go. Go, 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 Go. Mit seinem dritten Saisontor. Vorlage von Eric Winks. Stark gemacht. 3:1 für Düren. Klaus Fischer bekommt nochmal eine Gelbe wegen Nichtabwarten nach einer Ballfreigabe. Und das ist unser Sieg. Irbis Leitner, Sargon Go, Angel Guimarães, alle drei haben eine 1,0er Wertung. Ist das nicht heftig? Und ich würde gern mit allen dreien reden und ihnen sagen, ey, ihr seid absolute Spitzenklasse. Das möchte ich denen gerne persönlich sagen. Ganz, ganz, ganz toll. Wirklich. Ist das genial. Schön. 3:1. Düren auf Platz 1 mit 24 Punkten. Hemfast bleibt Topscorer mit 9 Punkten. Go Spieler des Tages. Düren. 16 Spiele in Folge getroffen. Go und Guimarães in der 11 des Tages und Go jetzt schon zum dritten Mal. Wir haben ihn lange nicht zeigen können und jetzt zeigt er sich so toll. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde das ganz großartig. Und natürlich, mit Freak haben wir auch eine tolle Person auf derselben Position, aber da wir jetzt genügend Künstler haben, kann Go jetzt auch wieder ein bisschen mehr spielen und der macht es einfach so unfassbar großartig. Ganz toll. Teamgeist steigt und wir haben einen neuen Rekord. Meiste Siege in Folge 9 Stück. Toll. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Letztes Spiel war super. Ja, eher ist es so ein bisschen peinlich, dass wir ihn loben. Muss ich mir merken, dass wir das nicht zu häufig machen. Aber Guimarães freut sich auch über das Lob. Ganz toll. Ach, wie schön. Theodor Weyer wird auch ein Fünfer. 16 Jahre jung. Den merken wir uns auch mal vor, bevor der uns abhaut irgendwann. Und wir fördern mal. Na, wen fördern wir? Serigo Raimundo. Super. Präsidium auf 67 ist ein bisschen gestiegen. Seht ihr das? Cool. Das freut mich. Spieler auch ein bisschen gestiegen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen so ein Hin und Her. So ein Hin und Her mit den Spielern. Aber unterm Strich, ja, sind die schon ganz zufrieden. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Müssen wir. Was wir noch hoffentlich hinkriegen, ist, hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.